Ja, wir befinden uns hier bei einem neuen Android-Spezial, wobei Spezial nicht mehr wirklich der Fall ist, da wir dadurch, dass wir hier uns in FIFA Mobile befinden und FIFA Mobile schon relativ weit ist bei mir. Also ich heißt, ich habe hier letztens Wadi, machen wir hier Sterling. Ah, diese Dinger gefallen mir nicht wirklich. Was suche ich denn eigentlich? Ja, was habe ich fertig? Ich habe die Maria fertig und ich habe auch Rodriguez fertig. Von daher super geil, aber Ersteigerung. Wo kommt denn der FIFA Champion? Müsste ja hier irgendwo. Okay, aber wozu braucht man eigentlich ein FIFA Champion Abzeichen? Na, verstehe. Ja, wir haben hier, schauen wir mal die normalen Live-Events-Codes durch. Gibt es hier irgendwas? Stop-Transfers können wir mal machen. Das ist aktuell auch ein, ja, wie soll man sagen? Wo man bestimmte, naja, hier so wie Neymar, der hier Milliarden von Euros gekostet hat, praktisch auch bekommen kann. Man muss eben hier diverse Token sammeln und anschließend kann man die dann für Neymar im Standard einlösen und anschließend natürlich auch den weiter pushen oder auch diverse andere. Ich glaube, da ist auch Morata mit bei. Ja, gibt es immer täglich, glaube ich, einmal. Das war der letzte Stand dann hier so. Ja, Neuverpflichtung und Vertrag Juventus, okay. Und dann ist es eben so. Was wir trotzdem machen wollen, ist einfach nochmal ein VS-Angriff. Wir starten hier nochmal eine Partie und haben gerade, glaube ich, aktuell eine Stärke von 93. Und schauen wir, ob wir hier auch nach wie vor gewinnen können gegen den Barcelona oder zumindest jemand, der so aussieht wie der Barcelona. Vom Logo her ohne Liga hat 200 Fans mehr als wir. Aditya, schauen wir mal, was hier so abgeht. Das ist, wie gesagt, die anderthalb Minuten, die hier so ein Match dauern, können es in sich haben. Die können auch zumindest in dem Ding, wo man jetzt aktuell, wo ich hier aktuell spiele, 93 zu. Was war seine Stärke? 90. Das geht. Da haben wir erstmal einen größeren Vorteil. Und dann schauen wir mal, inwiefern wir hier da ist die Maria. Also die Maria hier unverzichtbar, definitiv. Aber na, das war jetzt ein schlechter Angriff. Das war doch auch ein geiles Tor. Definitiv war das ein geiles Tor. So, zack, Hazard auf Benzema. Oh, gehalten. Hier ist nochmal die Maria, wie gesagt, die Maria. Macht da einen echt guten Job. Mittlerweile hat er auch schon Tore geschossen. Jetzt müssen wir hier aber uns ranhalten. Zack, lala. Zum richtigen Moment. Auf die Maria. Gucken, ob der ist. Oh, der wäre drin gewesen, aber zu weit. Zu weit. Das müsste der Sieg sein. Mal sagen wir schon mal danke. Ja,
Es ist immer, wie gesagt, spannend. Trifft man nicht. Und man muss doch relativ viel treffen, um hier auch das Ding zu gewinnen. Weil es gibt natürlich auch gegnerische Teams, die stark sind. Und auch die können die eigene Abwehr wunderbar durchbrechen. Das ist nicht das Problem. Aber das Ding haben wir hier als Sieg eingefahren. Von daher. Gibt es sogar noch mal für diese ganze Neuverpflichtungs-Live-Events-Geschichte sogar noch ein Köln versus HSV-Token. Okay. Was man auch immer damit macht. Wir schauen, ob wir noch ein Match hier finden. Gegen Fernangagua, hast du nicht gesehen. Fünf, also er hat ein paar weniger, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Zumindest darauf, dass der Gegner tatsächlich etwas schwächer ist. Und wenn man dann ein bisschen ein paar mehr Vorteile hat, hat man natürlich, wenn man die ordentlich nutzen kann und relativ gut die Steuerung drauf hat, die ja jetzt hier nicht die schwerste ist. Ja, 89, das geht eigentlich. Ja, 40% Chancen für tolle Chancen, die eigentlich so fast immer Tore sind oder sein sollten. Nicht geschafft, da durchzukommen. Thielemans trifft. Die Maria aber auch. Mit einem doch echt sehenswerten, genauso wie ganz immer, sehenswerten Angriff. Na, okay, das geschieht doch später mit. Ja, oftmals sind auch die unscheinbaren tatsächlich die stärksten Gegner. Benzema. Vitolo hat den Ball abgefangen. Das war ein schlechter Pass. Gut, okay, den hätte ich wirklich direkt spielen müssen, wenn es jetzt daran scheitert. Die Maria hat nochmal nachgelegt. Oh, und schafft das auch Benzema nochmal? Nee, leider nicht. Das wäre aber eigentlich ja, schon fast ein Tor gewesen. 4 zu 2 gewonnen, das ist gut. Auch hier nochmal Köln versus HSV. Ein Match machen wir noch und dann soll es das hier auch mehr oder weniger gewesen sein. Wie gesagt, holt euch auf jeden Fall die Maria. Ich empfehle euch den, der ist echt zumindest im 4-3-3-Angriff genial, blitzschnell. Sodass man da wirklich sagen kann. Wow. So, jetzt suchen wir uns immer noch einen Gegner. Ich hoffe, den finden wir auch. Nee, finden wir nicht. Gibt keinen in der Rubrik wahrscheinlich. Doch jetzt. Da geht's los. Jenot. Auch immer auf die Taktik gucken, weil sofern man eine Taktik nimmt, die der Gegner bereits verwendet oder irgendwie blockiert hat, hat man echt ein Risiko. Und dann gibt es immer Konterangriffe und die Konterangriffe sind gute Chancen für ihn, nochmal ein Tor zu kriegen. Deshalb wirklich auch vor dem Match wirklich die Taktik nochmal prüfen, ob die gekontert worden ist. So, wir haben 93er Stärke, er hat 94er Stärke und er hat Rames in seinen Reihen. Das wird ein enges Ding. Mal schauen. Das war knapp.
Eliasson trifft, das ist nicht gut. Hazard aber auch. So. Hazard nochmal, 2-2. Ach. Scheiße. Oh, entschuldige. Ah, und abgewehrt. Okay, steht 3-2. 3-3 und Hazard macht einen Hattrick. Schafft aber das Spiel. Aber jetzt hoffentlich noch durch. Kopfball von. Ah, oh, komm, 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 komm. Den kriegen wir noch rein. Suarez. 4-4. Ah, oh, ihr seid verrückt. 5-4. Ah, oh, fuck. Ja. Okay. Das war ein knappes Ding. Schade. Aber verloren. Was soll's? Was soll's? 5 zu 4 ist das Ding ausgegangen. Und 8000 Punkte gleich verloren. Mehr als man eigentlich kriegen kann. Das ist so schon wieder so ein Schwachsinn, aber gut. Man ist ja nun mal auch im Hören. Also. Achso, wahrscheinlich HSV, um hier Hector zu kriegen oder was. Da muss man hier 100 Mal diese Dinger haben. Naja, braucht man nicht unbedingt, aber was haben wir hier? Eine neue Verpflichtung, zwei bräuchten wir noch. Ja, von daher an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Achso, wir können mal kurz hier die Mannschaft angucken. Das ist nicht das Problem. Wir haben hier, wie gesagt, den Dreiersturm Hazard, Benzema und Di Maria. Wir haben im Mittelfeld Ceballos oder Ceballos, Alalana und Schweinsteiger, hätten aber auch Kaká, Rodriguez oder Ali im Angebot. Also das ist schon ein gutes Mittelfeld. Abwehr sieht so aus. Ist ordentlich. Macht Bock. Ja, von daher, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Kinki.